Ja, meine Damen und Herren, auch herzlich willkommen von uns Richtern hier von Hartmut Kettelhold und Hannes Baumgart und meiner Wenigkeit. Bei diesen Temperaturen natürlich ein bisschen anstrengend für die Vorführer und natürlich auch für die Fohlen. Wir kommen hier zum Ring der springbetonten Fohlen und möchten beginnen mit der Kommentation der Kopf Nummer 1. Kopf Nummer 1 hier, ein Stutfohlen am 7.3. geboren, aus dem Züchterhaus Winkelmann, aus Selsing, ein High-Level-Nachkomme. Das ist ein Heartbreaker aus einer Voltaire, muttergezogener Hengst. Mütterlicherseits geht das weiter mit Lordanos, Contendro 1, Argentinos. Mit Sicherheit sehr springmäßig gut gezogen. Ein Fohlen, was im Trabe hier vielleicht etwas stramm wirkte, hätte sich ein bisschen mehr Schwingung zeigen können. Ein Fohlen, was gut im Wuchs steht, mit gutem Fundament, mit guter Schultersattellage und natürlich schon auffallend durch diese viermal weiß und ein Blessen. Herzlichen Glückwunsch. Dann bitten wir weiterzuziehen. Kopf Nummer 2 bitte einmal durchziehen. Kopf Nummer 3 auch. Dann Kopf Nummer 4 bitte einmal halten. Kopf Nummer 4, hier wiederum ein Stutfohlen von Perigueux aus einer Ginsberg Cordial Dynamo Mutter aus dem Züchterhaus Winkelmann aus Selsing. Ein Fohlen mit viel Aufsatz, vielleicht schon etwas sehr viel Stolz, was sich auch so ein bisschen widerspiegelt in der Bewegung. Dadurch drückt sie ein bisschen den Rücken weg. Und das Hinterbein holt sie ein bisschen weit her, besonders im Trabe, aber trotzdem mit Kraft laufend. Herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir zu Kopf Nummer 6, ein Stolzenberg-Stutfohlen aus einer Castus, Walster, Galvano Mutter. Ein Fohlen mit Takt im Trabe, im Schritt ausreichend. Hier wünschte man sich vielleicht etwas mehr Schulter, Sattellage, der Widerriss, der vielleicht ein bisschen mehr rauskommen könnte und ein bisschen mehr in den Rücken reingehen könnte. In der Oberlinie dadurch etwas weich oder matt und unruhig wirkend. Ein Fohlen mit viel Aufsatz, guten Hinterbein. Herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir hier zu unserem jüngsten Fohlen, ein Hengstfohlen von Camp Nou aus einer Edgar Mutter aus dem Züchterhaus Meier aus Bremervörde. Natürlich dies wohl schwierig zu beurteilen, erst ein paar Tage alt. Da stellt man sich auch die Frage, Größe, ja, nein. Vielleicht wünscht man sich da ein bisschen mehr Rahmen, ein bisschen mehr Wuchs. Aber bei so einem jungen Fohlen ist das immer schwierig zu sagen. Fohlen mit einem schönen Gesicht, vielleicht hier jetzt und heute auch noch etwas weich in der Fesselung, dadurch auch noch etwas gerade im Hinterbein wirkend. Dieses Fohlen ist natürlich bei 30 Grad oder 35 Grad hier in der Sonne mit ein paar Tagen schon schwierig zu beurteilen. Trotzdem herzlichen Glückwunsch.
Ja, dann bitte einmal die Box Nummer 2 vorziehen. Hier, das haben wir nach den Noten beurteilt, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass das das Reservesiegerfohlen ist. Ein Stutfohlen von Kitens aus einer Blackjack-Mutter, Dynamo Winnetou, auch sehr oder hochinteressant weitergezogen. Ein Fohlen mit sehr viel Aufsatz, was vielleicht auch ein bisschen stolz wirkend dabei. Was man hier ansprechen muss, ist vielleicht die Oberlinie, die hier auch etwas unruhig wirkt. Die Schulter vielleicht etwas vorgelagert. Der Widerriss könnte dann auch ein bisschen mehr in den Rücken reingehen, aber mit guten Bewegungen. Und ein Fohlen, was natürlich auch mit Blut gezogen ist und auch blütig wirkt dabei, mit einem schönen Gesicht. Herzlichen Glückwunsch.